So, hier sind also einfach Studierzimmer, immer mit einem Schreibtisch und ein bisschen was zu schreiben. Dann haben wir hier, das sieht aus wie eine Art Klassenraum oder ein Doppelklassenraum. Hier sind zwei Tische für Lehrerpulte und Sitzreihen für die Schüler. Und dann kommen wir noch in den Norden. Zur Gildenleitung. Und vorher gucken wir nochmal, ob wir was mitgehen lassen können. Zum Beispiel einen Bogen. Den gebe ich mal Rainer. Ich weiß noch nicht, ob ich diesmal Rainer versuche, als Nahkämpfer auszubilden. Irgendwie klingt mir das nach einer Möglichkeit. So, und... Entschuldigung. So. Der Nachteil von Fritz Kohler ist, dass ich davon immer sehr viel aufstoßen muss. Was haben wir hier? Wieder, achso, hier haben wir eine Flasche und nebendran ist ein grüner Heiltrank. Es ist tatsächlich auch so, dass es gibt kein, für uns keinen Diebstahl in dem Sinne. Zarima, Gäste des Gildenhauses, ich hoffe, unsere Kunst gefällt euch und ihr berichtet davon in eurer fernen Heimat. Es gibt im Spiel tatsächlich keinen Diebstahl, der verfolgt wird. Das heißt, alles, was hier liegt, können wir einfach mitnehmen. Und das ist, stört auch niemanden. So. Nur nehme ich jetzt nichts mit, was mir nichts bringt. Also diese ganzen Stifte, aber der Schrift wollte ich mal gucken. Hatte da irgendwie... Ne, das ist nur ein Zettel, okay. Ich glaube, Schriftrollen in dem Sinne gibt es, magische Schriftrollen gibt es in dem Spiel nicht. So, das hier wird wohl das Gildenoberhaupt sein. Rennt natürlich sofort weg, wenn man die Tür aufmacht. So, genau, das ist Ak hier. Zarima und willkommen in meiner Gilde, Besucher. Ich habe schon von eurer Anwesenheit in der Stadt gehört. Nun, wie gefällt euch unser Gildenhaus? Ein wirklich beeindruckendes Gebäude. Wir sind von der Kunst eurer Gilde fasziniert. Eure Antwort ehrt euer Formempfinden. Meiner persönlichen Meinung nach gehören Bauwerke zum Wichtigsten, was eine Kultur hervorbringen kann. Und sie zu erschaffen, ist die edelste mögliche Kunst. Okay. Was ist dein Job? Ich bin Stridifa und das Oberhaupt meiner Gilde. Was weißt du über es, das Wort Stri? Meistens findet man dieses Wort im Zusammenhang mit Namen. Das bedeutet, dass der Betreffende ein Meister seines Faches ist. Ja. Und über die Difa? Was wir tun, sehen wir als Mischung von Magie, Kunst und Handwerk an. Wir sind einer der ältesten Gilden Irenas und wie ihr sicher wisst, können wir mithilfe unserer Magie Pflanzen erschaffen, verändern und dauerhaft in eine gewünschte Form bringen. So sind wir in der Lage, komplette Häuser aus lebendem Pflanzenmaterial erstehen zu lassen, die nicht nur schön anzusehen sind, sondern auch alle Funktionen erfüllen, die für das Wohlbefinden ihrer Bewohner notwendig sind. Tatsächlich finde ich das eigentlich ziemlich, also fand ich damals schon ziemlich interessant, in einem Gebäude zu leben, was wirklich die vollständige Funktion eines Gebäudes erfüllt, aber aus Pflanzen gewachsen ist. Ich meine, wenn wir uns so vorstellen, welche Büsche, die sind ja extrem winddurchlässig zum Beispiel, aber die hier scheinen, diese Wände hier scheinen ja wirklich massiv zu sein aus Pflanzen. Das finde ich echt interessant. So, dann gehen wir mal wieder raus. Jetzt haben wir also etwas über die Kultur der Iskali kennengelernt. So, dann gehen wir einmal um das Gebäude drumherum. So. Ist das richtig rum? Ja, genau. Ich will hier... So, das ist eine andere Stelle. Ich weiß, wir haben noch nicht die ganze Karte aufgedeckt, aber den wichtigsten Teil aufgedeckt. So, bei allen interessanten Sachen ist zum einen die Tür offen und zum anderen... ne, hier ist kein Symbol, aber bei Läden ist hier immer so ein Symbol für Händler... Und hier unten halt für die Taverne. Das ist durchgehend im ganzen Spiel. Hier hinten im Eck waren wir noch nicht. Ah, das ist der Händler, den ich gesucht habe. Okay. Das ist eigentlich die Stelle, wo ich hin wollte. Das. Noch ein. Und zwar ist das Gildenhaus der Jikas. So, da können wir auch einfach reingehen.
Und da werden wir nicht angesprochen. Okay, dann sprechen wir mal an. Das ist Sira. Zarima, wie schön euch zu sehen. Ich habe schon von eurer Anwesenheit in der Stadt gehört. Eure Fröhlichkeit ist ansteckend, Sira. Gibt es einen besonderen Grund dafür? Oh, man sagt mir nach, dass ich eine Frohnatur bin. Außerdem habe ich vor kurzem von Sebai Fazir erfahren, dass ich die Prüfung zur untersten Stufe eines Stri-Jikas machen darf. Ich bin deswegen so glücklich darüber, weil ich noch gar nicht allzu lange bei den Jikas bin. Ich habe lange nach etwas gesucht, zu dem ich wirklich Talent habe. Nun hat sich herausgestellt, dass es die Magie ist, und darüber bin ich sehr froh. Nun, was wisst ihr über die Jikas? Unsere Magie ist tief mit dieser Welt verwurzelt. Ihr könnt das zum Beispiel daran erkennen, dass wir für fast alle unsere Sprüche eine bestimmte Sorte von Samenkörnern benutzen, um unsere geistigen Kräfte darin zu konzentrieren. Wir sind ferner stolz auf die Vielseitigkeit unserer Kunst. Wir kennen Magie zum Erschaffen und Zerstören, zum Verletzen und zum Heilen. Als Kennzeichen unserer Gilde tragen wir eingefärbte Muster im Fell. Der Anführer der Jikas ist Sebai Fre Fazir. Er verbringt seine gesamte Zeit im Gildenhaus. Auch irgendwie ziemlich langweilig, oder? Was wisst ihr über Fazir? Sebai Fre Fazir leitet unsere Gilde schon seit über 120 Jahren. Er ist eine lebende Legende unter den Jikas und ein hervorragender Lehrmeister, der seinen Schülern schnell neue Kenntnisse beibringt, sowie sie dafür bereit sind. Und was wisst ihr über... Gucken wir mal, ob bei Stri was anderes kommt. Nein, das ist dasselbe. Das Sebai-Ritual ist auch das gleiche. Wie gesagt, ich will die alle einfach nur weiß kriegen. Das Tri ist auch wieder der gleiche Text. Was wisst ihr über diese Samenkörner? Nicht das Samenkorn selbst entfaltet die magische Wirkung, aber der Geist des Jikas verwendet sie, um darin seinen Fokus zu finden. Die Körner stammen von einer seltenen Pflanze namens Tri Falai. Das bedeutet Tri der Göttin. Die Samen werden übrigens auch im Gildenhaus verkauft. Dann der Rat, das ist auch wieder Text, den wir schon kennen. Sebaina kennen wir schon. Jetzt einfach hier von unten durch. Die Magie, das hat sich, glaube ich, schon gesagt in einem anderen Zusammenhang. Irina. So, und jetzt kommt Heilung. Gleich neben dem Eingang zum Gildenhaus findet ihr Strireira, eine Meisterin der Heilkunst. Sie wird eure Verletzungen heilen. Aha, also hier im Gildenhaus ist eine Heilerin. Was, wie sieht denn eure Religion so aus? Die meisten von uns glauben, dass sie nach dem Tode dorthin zurückkommen, woher wir alle kommen. Das große Bewusstsein, das von allen unseren Ahnen gebildet wird. Und das... Jetzt muss ich eben kurz... Das war komisch. Husten beim Reden und dann doch irgendwie halt nicht. Und das oft auch als die Göttin bezeichnet wird. Man sagt, je vorbildlicher man sein Leben gestaltet, desto mehr bleibt man sich selbst, wenn man in der Göttin aufgeht. Ich glaube, das hatten wir auch schon gelesen. Das Gildenhaus. Das Gildenhaus hat schon seit langer Zeit seinen Platz im südwestlichen Viertel Irinas. Es ist von den Jikas selbst erbaut worden und beherbergt viele Gildenmitglieder und alle Dra. Dra? Dieses Wort bedeutet Anfänger, Lernende und wird als Namenszusatz gebraucht. So, dann werden wir zu Sebergitz Frill im Gildenhaus, im Ratsgebäude geschickt, um über die Geschichte was zu lernen. Das kennen wir auch schon. Und das Auserwähltsein des Sebai-Rituals kennen wir auch. Die Stirik... Ich weiß es nicht, ich lese es vor. Die Stirik sorgen für die Einhaltung der Gesetze. Sie verfolgen Verbrecher und versuchen ein wenig Ordnung in unser Leben zu bringen. Von einem Stirik-Mitglied wird viel Disziplin verlangt, eine Eigenschaft, die bei uns in hohem Ansehen steht. Aber wie das mit Idealen nun mal so ist, jedenfalls halten viele Neulinge bei den Stirik es nicht lange aus. Das hatten wir schon. So, dann sind wir einmal durch und Dankeschön für das Gespräch. Hier geht's zur Heilung. Und zwar sitzt die Heilende hier. Und hier können wir auch Medizin kaufen. Und zwar kostet ein... Das ist quasi nach Stärke. Der schwächste Heiltrank, der mittlere und der stärkste. Und da sieht man dann, wie der stärkste direkt 20 Gold kostet und einen Haufen Heilpunkte heilt. Und leider sagt einem das Spiel, dass ich das muss mal so ausprobieren. Dann gibt es diese Tränke, wo einem auch nicht gesagt wird, was das ist. Und diese Antidote gegen Krankheit, Gift und Verrücktheit. Von denen sollten wir immer eins da haben, tatsächlich, weil das kann im Kampf oder auch so sehr ungünstig sein.
Jetzt momentan noch nicht. Wir kommen noch nirgends hin, wo wir irgendwie krank oder vergiftet werden können. Nein, wir wollten eigentlich nur hereinschauen. Ach, wie schön. Es passiert nur allzu selten, dass mich die Leute nur für ein Gespräch aufsuchen. Ja, lasst uns ein Schwätzchen führen. Tom berichtet ein wenig von den Begebenheiten der bisherigen Reise. Rira ist hoch erfreut. Vielen Dank, ich liebe aufregende Gespräche. Und da gibt's auch nicht wirklich was zu sagen. Es ist euer Beruf. Mein größtes Talent, für das ich der Göttin sehr dankbar bin, liegt in der Heilkunst. Hier sieht man dann halt, wir können noch nicht so gut Iskai, deswegen ist die Übersetzung nicht so toll. Und bei Heilung kommt jetzt wahrscheinlich der... Nein! Was wisst ihr über Heilung? Ich bin dankbar für meine Begabung, auch wenn sie oft dazu führt, dass ich kaum noch ein Privatleben habe. Manchmal komme ich tagelang nicht aus dem Gildenhaus hinaus. So, jetzt eben noch das alles abhaken. So. Und Dankeschön. Oh, wir haben eine Heiltank geschenkt bekommen. Das passiert tatsächlich in anderen Läden auch, wenn wir, wenn wir genug kaufen oder so, kriegen wir ein Geschenk. Meistens einen Heiltrank. Das ist Jalia. Und sie ist eine Dra. Danke für das Gespräch. Tatsächlich wollte ich jetzt nicht viel. Man kann mit so vielen Leuten reden und das erhält eigentlich nicht wirklich Informationen. So, das ist nichts. Oder er gesagt, das ist ein Schrank, der für uns nichts ist. Irgendwo kriegt man tatsächlich nochmal was Interessantes gesagt. Verflucht, wieder ein Experiment missglückt. Sucht euch besser jemanden zum Gespräch, der besser gelaunt ist. Komm wieder runter. Komm mal hier raus. So, man sieht, es kann alles sehr verwirrend sein. Den Boden kann man ja angucken. Kann man gucken, ob die manipulierbar sind. Das hier ist, hier dieser Abgang ist wahrscheinlich das, was ich im Kopf hatte, wo dann Schlafräume sind. So, was haben wir hier? Lager der Jikas, verkauft von der 7. bis zur 21. Stunde durch Strieg, ja, 3. So, und da ist die besagte Person. Zarima, benötigt ihr Material zur Ausübung der Kunst der Jikas? Und hier sieht man, er hat einfach, und das Sternchen bedeutet einfach mehr als 100, Trifalaisan-Körner, die das Stück 1,5 Gold kosten. Jetzt könnten wir eigentlich hergehen und gucken. Dieser Gegenstand ist wertlos. Ja, dann werfen wir ihn doch weg. Glaswaschen brauchen wir scheinbar nicht. Okay. Zack. Ein bisschen Platz gemacht. So, und hier, das ist jetzt so eine der Stellen, wo es geskriptet ist, dass wir tatsächlich einfach die Samenkörner mitnehmen können. Verehrte Gäste, dies ist kein Selbstbedienungsladen. Ich muss euch bitten, unsere Besitztümer in Ruhe zu lassen. Freundlich, aber bestimmt. Spannend, das ist dasselbe. Okay. So. Das hier wird wohl der Speisesaal sein, ha? Huh? Raum der Dradikas. Nein, das ist der Anfängerraum, der Lehrlingszimmer. Okay. Und das hier war die Küche. Da waren wir auch noch nicht, genau. So. Ich weiß, dass da rechts noch eine Kommode war, die ich nicht beachtet habe. So, ich wollte noch mal zu dem hier hin, genau. Und zwar geht es hier noch mal nach unten. Und hier sieht man jetzt, das ist der Schlafraum. Das ist natürlich ganz mies für so klassische Rollenspieler wie mich, die ihm sagen, so Computerspielen sagen, man nimmt alles mit, was man kriegen kann. Dass man dann jede Truhe angucken muss, ob man die mit der interagieren kann. Hier sind also nochmal Schlafräume. Das Schlimme ist, dass es halt bei manchen noch einfach geht. Dass es also auch noch Sinn macht, oder sinnvoll ist, das zu tun. So, hier zum Beispiel. Da haben wir wieder ein bisschen Gold, was wir einfach so mitnehmen dürfen.
Und das hier ist zwar das Klo, ich will hier eigentlich dran vorbei, aber hier ist auch nochmal Storage, bei dem wir gucken können, ob der irgendwas macht. Oder eher gesagt, enthält, ob der irgendwas enthält. So. Dann gehen wir hier wieder raus. Die Zeit vergeht in diesem Spiel tatsächlich recht schnell. Das sehen wir dann eben, sobald wir die Uhr haben. Da geht es auch nicht weiter. Es ist, glaube ich, pro Sekunde im echten Leben vergehen 3 oder 5 Sekunden oder sowas. Also da ist schon eine ziemliche Zeitbeschleunigung drin. So, das ist die eine Küche von der Heilerin. Soll wahrscheinlich keine Küche sein, sondern eher ein Labor oder sowas. Das ist was, wo ich immer Probleme mit habe. Es sieht immer so aus, als wenn ich zu tief wäre für die Tür und dann bin ich in Wirklichkeit zu hoch. So. Dann hier nochmal durch. Einmal ums Haus rum. Da wird es jetzt schon wieder dunkel. Hier ist ein interessanter Baum. Den können wir noch nicht mal angucken. Da haben sie sich also kein... gemacht. Hier ist ein Mann. Das ist Bevir. Zarima, Besucher der Stadt. Was ist euer Beruf? Ich arbeite bei den DKs. Meistens bin ich unterwegs zum Einkaufen von allem Möglichen. So, und DKs sind die Magier. Und da könnte ich jetzt durchgehen, aber tatsächlich weiß ich, dass ich bei dem nie irgendwelche questrelevanten Informationen kriege. Es gibt einen hier in der Stadt, der einem einen Tipp gibt, aber den weiß ich natürlich schon. Entschuldigung. Nämlich, ich glaube sogar das mit dem Fleisch, dass man später das Fleisch braucht. Ich glaube, den Tipp kann man von irgendeinem älteren Mann, der hier der in der Stadt rumläuft, kriegen. So, das war wieder eine Wache. Aber hier das allerletzte Haus, das ist Vanya, das Haus der nützlichen Waren. Und es ist sogar noch offen. Und wir gucken in die Truhe rein und dann ruft die Ladenbesitzerin uns zu. Ach ja, die seltsamen Waffen. Für 45 Goldstücke gehören sie euch. Und wir können es uns eh nicht leisten. Nun, das ist nicht so schlimm. Vielleicht später mal. Diese exotischen Waffen werden bestimmt nicht so schnell gekauft. Das Schöne ist, dass wir in dem Moment, wenn ich mich nicht irre, hier sogar eine Lagertruhe haben, in die wir einfach Sachen reinwerfen können. So, und jetzt können wir nämlich hierher gehen und einfach sagen, lalalala, zack, wir nehmen hier das Seil mit. Und lalalala, zack, wir können bis zu dieser Fackel rübergehen. So. Dann warten wir, bis Vanya in den Bereich kommt. Zarima und willkommen im Haus der nützlichen Vielfalt. Zarima, Vanya, wir würden gerne euer Angebot sehen. Hier seht ihr mein Angebot. Schaut euch die Sachen ruhig näher an. Beachtet das Duftwasser, es hält lästige Insekten ab. So, Dinge, die wir haben wollen, sind diese zwei, ist vor allem das hier. Ja, der Kompass, dann sehen wir nämlich, der aktiviert sich auf der Karte, also der wird dann hier rechts oder links irgendwie am angezeigt. Und er zeigt uns immer, in welche Richtung wir gerade gucken, in welche Himmelsrichtung. So, das ist das Duftwasser, was ihr erwähnt habt, und tatsächlich gibt es hier Schriftrollen Licht. Das ist, glaube ich, das ist halt ein Einmalzauber. Dann gibt es hier die Dietriche, damit können wir die Truhen aufmachen, die wir gefunden haben. Und der Kristalldolch ist tatsächlich auch noch recht interessant, denn das ist eine magische Waffe, das ist eine Nahkampfwaffe, aber die hat einen Zauber gespeichert und den kann man aktivieren, ohne dass man Magier sein muss, und dann wird ein Zauberspruch gesprochen. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Ja, und dann noch einen grünen Heiltrank. Wenn wir den jetzt kaufen, können wir noch mehr verkaufen. Deswegen kaufe ich den auch. Den Heiltrank zu haben, lohnt sich. So. Und zwar, die Früchte sind wertlos. Gut. Das ist ein kalter Braten. Ich weiß es nicht. Ich muss dann mal gucken. Der große Dolch macht tatsächlich sehr wenig Schaden, den verkaufe ich. So. Und die Spitzhacken kaufen wir später. Die brauchen wir dann in dem Dungeon eventuell noch. So. Das ist eines der wichtigsten Gebäude, weil hier kriegen wir
Hier kriegen wir halt immer... Haha. Oh, es ist an der Zeit. Wir sollten zu der Feier zu gehen, zu der uns die Seebeine eingeladen hat. Ja, Proofreading war damals nicht so viel. Was ich meinte ist, hier kriegen wir halt oft irgendwelche Gegenstände, die wir brauchen. Also wie gesagt, diesen Kompass. Also ich kann mich erinnern... Ach, hier habe ich immer verkauft, genau. Hier habe ich immer verkauft, um Geld zu kriegen, um dann das zu kaufen, was ich haben will. Deswegen bin ich eigentlich sehr oft dort gewesen. So, und hier sind wir aber bei der Feier. Und damit wird jetzt die Story advanced. Tom und Rainer treffen gerade rechtzeitig im Ratsgebäude ein. Im Versammlungsraum treffen Tom und Rainer auf eine kleine Gruppe Iskai. Die Seebeinahe begrüßt sie. Zarima, Tom und Rainier. Willkommen zu unserer kleinen Zusammenkunft. Darf ich euch vorstellen? Akir. Er ist das Oberhaupt der Gilde der Former, oder die Fahrt, wie wir sagen. Ich trinke eben nochmal einen Schluck. Zarima. Und dies hier ist Ratsmitglied. Die Seebeinahe wird jäh unterbrochen, als plötzlich eine maskierte Gestalt in den Raum stürmt. Geschockt erkennen Tom und Rainer, dass es sich um einen Menschen handelt. Bevor jemand reagieren kann, schießt der Mensch einen kleinen Pfeil auf Akir ab, der getroffen zu Boden sinkt. Stierig, ergreift den Menschen! Akir ist tot. Möge er in der Göttin leben. Der Mörder ist durch ein Fenster geflohen, Seebeinahe. Wir durchsuchen die Stadt. Wir müssen schnell handeln. Schickt nach Trier, dem Stierig für Menschenangelegenheiten. Verehrte Ratsmitglieder, Breed, mein Neffe, ich muss euch bitten, nun zu gehen. Es tut mir leid, dass die Feier einen zu tragischen Ausgang nahm. Tom und Rainier, ich muss mit euch sprechen. Es kommt, wie es kommen muss. Tom und Rainier, dies ist eine schwere Stunde. Manche werden vorschnell urteilen, dass ihr etwas mit dem Mord zu tun habt, nur weil ihr Menschen seid. Ich kenne euch, eure Rasse nicht genau, bin aber der Meinung, dass euer Entsetzen über dieses Ereignis genauso groß ist wie meines. Janis, niemand hat uns überhaupt gesagt, dass es auf dieser Welt einheimische Menschen gibt. Wir versuchen gerade, uns von dem Schock zu erholen. Ihr wusstet es nicht, aber ich dachte, ihr müsst die Worte unseres ersten Gesprächs anders aufgefasst haben, als ich sie gemeint hatte. Ihr hättet eure Artgenossen auf der Insel kennengelernt, zu der wir euch fahren wollten. Ihr sprecht, als ob ihr euer Angebot durch diese Tat nicht mehr aufrechterhalten könntet. So ist es. Ich muss euch leider mit einem Teil der Gesetze unseres Volkes bekannt machen, die durch diese Tat Bedeutung für euch erlangen. Um dem oft undisziplinierten Charakter vieler Iskai Rechnung zu tragen, gibt es das Gesetz für Sippenhaftung. Es ist so, dass bei uns die gesamte Familie eines Verbrechers für seine Vergehen haftet, um so vor Verstößen abzuschrecken. Werden die Stierig des Übeltäters nicht sofort habhaft, ist es in der Aufgabe der Familie, ihr abtrünniges Mitglied zu finden oder das Verbrechen sonst wie aufzuklären. Dabei werden sie allerdings von mindestens einem Stierig unterstützt und kontrolliert. Da ihr jetzt die einzigen Menschen in Jirinar seid, nehmt ihr den Platz der Familie ein. Ihr seid nun verpflichtet, diesen Mord aufzuklären und die Schuldigen ausfindig zu machen. Erst dann kann ich euch die Weiterreise gestatten. Aber wir sind immer noch Fremde auf dieser Welt. Wie sollen wir den Schuldigen an dieser Tat finden? Deshalb habe ich bereits nach einem fähigen Stierig schicken lassen. Er wird euch bei eurer Aufgabe helfen. Es sieht nicht so aus, als hätten wir eine andere Wahl, oder? Das stimmt leider. Ich kann mich nicht über die Gesetze hinwegsetzen. Ich kann euch nur viel Glück bei der Jagd nach dem flüchtigen Mörder und seiner Auftraggeber wünschen. Ihr seid sicher, dass dies von jemandem beauftragt wurde? Zweifellos. Die Mörder gehören einem Menschenvolk an, das für ihre Meuchelmörder berühmt ist. Diese Leute töten selten aus eigenem Interesse. Ihr solltet euch mit Firil unterhalten. Er ist wieder im Palast, wie ich gehört habe. Er ist sicher schon auf dem Weg hierher. Ah, ich sehe. Hier kommt Drir, der Stierig, der euch begleiten wird. Ich sag doch, wir kriegen neue Partymember. Zarima, Seebeinahe Janis. Zarima, Drir. Ihr seid bereits über den Mordanschlag auf Akio unterrichtet? Ich bin im Bilde. Welch ein Schock. In der Tat. Drir, ihr habt sicher von Tom und Rainier, unseren Besuchern, gehört.
Sie sind fremd auf dieser Welt und bedürfen eurer Hilfe bei der Aufklärung dieses Verbrechens besonders. Ich werde ihnen nach Kräften zur Seite stehen, Sebainar. Tom und Rainier, es tut mir leid, dass wir uns unter diesen Umständen kennenlernen müssen. Sari Madrie, wir sind ein wenig überwältigt von dem Ablauf der Ereignisse. Das glaube ich euch gerne. Wir sollten zuerst vielleicht ein paar Worte mit Sebagis Frill wechseln. Er kann uns sicher etwas über die Menschenrasse erzählen, welche dem Mörder angehört. Lasst uns in seinen Raum gehen, er ist bestimmt schon unterrichtet worden. Drir schließt sich Tom und Rainer an. Gemeinsam gehen sie in das Arbeitszimmer des gelehrten Frill, der gerade von einer längeren Reise zurückgekommen ist. Drir erzählt, dass er als der älteste Iskaina Kiridanis gilt und über einen großen Wissensschatz verfügt. Zarima, fremde Besucher. Mein Name ist Frill. Ich gehöre dem Rat als Gelehrter für Geschichte an. Ein schrecklicher Vorfall, den ihr damit erleben musstet. Es ist bestimmt nicht einfach, als Fremde sogleich unseren Gesetzen unterworfen zu werden. Ich bemühe mich, ihnen zu helfen, wo es nur geht, Sebergis Frill. Natürlich, Drill. Sie sind bei dir in guten Händen. Ich weiß wohl, dass euch die Zeit drängt, aber um meine Neugier zu befriedigen, würde ich gerne die Geschichte eurer Ankunft auf Nakiridani aus eurem eigenen Munde hören. Tom, von einem seltsamen Gefühl des Vertrauens zu dem alten Iskai erfüllt, erzählt Frill eine Zusammenfassung ihrer Herkunft, der Reise und der ursprünglichen Absichten der Menschen auf diesem Planeten. Höchst erstaunlich! Welch eine Ironie, dass ihr nichts über die Anwesenheit eurer Artgenossen auf unserer Welt wusstet, bis dieser furchtbare Mord geschah. Kann nun ich meinerseits euch vielleicht mit irgendwelchen Auskünften dienen? Ja, die Pause war, weil ich der Anfang des Satzes für mich irgendwie komisch klang. Eurem Titel entnehme ich, dass ihr 20 Mal das Sebai-Ritual durchgeführt habt. Euer Alter beträgt also tatsächlich über 600 Jahre? Das ist wahr. Mein Interesse am Lauf dieser Welt und ihrer Geschichte lässt mich des Lebens nicht überdrüssig werden, wie es so manchem mehrfachen Sebai geht. Mein Erfahrungsschatz ist es wiederum, der den Rat immer wieder veranlasst, mich zum Kandidaten zu machen. Wie verlief die Geschichte zwischen Menschen und Iskai auf dieser Welt? Die Zeit, als die Menschen zum ersten Mal in Erscheinung traten, ist selbst für mich im Dunkel der Geschichte verborgen. Aber, im Gegensatz zu manch anderen, bin ich der Meinung, dass sie ursprünglich nicht von dieser Welt stammen. Ihr seid die Bestätigung meiner Theorie. Wie dem auch sei, das Zusammenleben der Menschen mit uns verlief nicht immer friedlich. Sorry, da musste ich wieder aufstoßen. Besonders in den früheren Jahrhunderten der menschlichen Anwesenheit muss es immer wieder zu Kriegen mit uns Iskai gekommen sein. Diese frühen Menschen betrachteten es offenbar als natürlich, sich ihren Lebensraum mit Gewalt zu erobern. Im Laufe der Zeit wurden die Konflikte jedoch seltener, auch wenn die letzte Auseinandersetzung erst 156 Jahre zurückliegt. Unsere Rasse neigt jedoch dazu, schnell zu vergessen, wenn die Menschen sich, so glaube ich, im Laufe der Jahrhunderte in ihrem Wesen zumindest teilweise änderten. Es ist echt schwer herauszufinden, wie weit der gescrollt hat, wo ich weiterlesen muss. Es entwickeln sich... ich kann auch zurückscrollen. Es entwickelten sich bei ihnen verschiedene Kulturen, stärker voneinander verschieden, als es bei uns Iskai üblich ist. Meines Wissens leben Iskai und Menschen heutzutage überall recht friedlich zusammen. Das passt natürlich jetzt die Musik überhaupt nicht. Habt ihr eine Vermutung, wer den Mord an Akir in Auftrag gegeben haben könnte? Eine schwierige Frage. Ein vergleichbarer Vorfall ist schon über 240 Jahre her. Und dabei ging es um einen mächtigen Handelsherren bei uns, der sich zu tief in Menschenangelegenheiten einmischte. Akir hatte keinerlei Beziehungen zu Menschen. Als Auftraggeber kommen daher nur Iskai in Frage. Wer aber Grund für solch ein abscheuliches Vorhaben hätte, ist mir ein Rätsel. Was wisst ihr über die Kulturen? Soweit mir bekannt, leben nicht mehr alle Menschen so getreu den Sitten ihrer Vorfahren, wie das beispielsweise diejenigen, auf der uns am nächsten Insel tun. Ferner gibt es da die Kengat Kamulos, bekannte Krieger... Ich verwechsel immer Kommas und Punkte. Das ist aber ein Komma auch. Bekannte Krieger. Ihre Vertreter werden oft als Meuchelmörder gedungen. So ist ja eines ihrer Mitglieder für die Ausführung des Mordes an Akir verantwortlich. Außerdem weiß ich von den Umayo und den Bewohnern von Beloveno. Aha. Was wisst ihr... Ich gehe jetzt von oben nach unten durch. Was wisst ihr über Beloveno?
Beloveno ist eine Hafenstadt im Süden. Im Süden der großen Landmasse, weit im Nordosten von hier, die wir Trenkiridan nennen, während sie bei den Menschen Maini heißt. In diesem Land leben Menschen und Iskai nebeneinander. Beloveno selbst ist hauptsächlich von den Menschen bewohnt, aber auch von einigen Iskai. Die Stadt lebt vorwiegend vom Handel. Wenn ich recht weiß, stammt Dirirs Mutter von dort. Er kann euch sicher auch einiges von dieser Stadt erzählen. So, was wisst ihr über die Kenget Kamulos? Kenget Kamulos bedeutet in etwa die Marschierer Kamulos, wobei Kamulos der Name ihres höchsten Gottes ist. Soviel ich weiß, gibt es unter ihnen zwei Gruppen, die Krieger und die Beherrscher ihrer Magie, die sehr mächtig sein soll, wenn es zum Kampf und Zerstörung geht. Wo sie genau zu finden sind, ist eines ihrer Geheimnisse. Sie leben offenbar in der Überzeugung, als einzige die wahren Kriegerideale ihrer Vorfahren aufrechtzuerhalten. So, und das ist jetzt wieder der gleiche Text. So, den klicke ich nur weg, damit alles schön weiß ist. Magie ist das. Hatten wir schon. Die Fahrt kennen wir auch schon. Genauso wie... Oh, Argim kennen wir noch. Doch, Argim, das ist die Geschichte von dem Magier, der durchgedreht ist. Das war letzte Aufnahme. Die Gilden. Die Göttin. Irina. Und dann können wir nochmal über die Geschichte fragen. Ja, da werden wir zu Frill geschickt. Das ist er selbst. Er schickt, wenn wir ihn nach Geschichte fragen, schickt er uns zu sich selbst. Und wir können ihn über Kaufen fragen. Und da sagt er uns, im östlichen Viertel der Stadt könnt ihr Waffen und Rüstungen einkaufen. Da waren wir schon. In der Hafengegend im Südosten gibt es einen großen Laden für allerlei Nützliches. Da waren wir auch schon. Und außerdem einen Provianthändler. Ja gut, das ist die Taverne, ne? So, dann die Stadt. Wie gesagt, die Insel, der Rat, Clan. So, das ist natürlich etwas. Das Tri. Und jetzt kommt das Interessante, die Umayo. Im trockenen Land, weit im Osten von hier, leben einige Menschen, die sich der Gewinnung kostbarer Metalle verschrieben haben. Sie kennen Rituale, um die Göttin, deren Schändung dieses Graben nach Metallen darstellt, zu besänftigen. Sie stellen Waffen und allerlei kunstvolle Gerätschaften und Schmuck her und exportieren diese in die ganze Welt. Auch wir beziehen viele Metalle von ihnen. Vor langer Zeit war ihr Monopol so stark, dass es zu einem regelrechten Krieg unter den Menschen führte. Selbst heute noch gibt es keine größere Schmiede bei den Menschen, die nicht unter dem Einfluss der Umayo steht. Man sagt, dass sie ihren Konkurrenten die Meuchelmörder der Kenget Kamulos auf den Hals schicken. Aber das ist nur ein Gerücht. Seid ihr wirklich davon überzeugt, Frill, dass das Graben nach Rohstoffen den Zorn der Göttin heraufbeschwört? Ihr beherrscht unsere Sprache aber jetzt gut genug, sodass ich die Zweifel in euren Worten hören kann. Rainier, dies ist keine Frage des Glaubens, mein Freund. Es hat auch unter uns manchmal Versuche gegeben, an größere Mengen kostbaren Metalls aus den Tiefen der Erde zu kommen. Immer ist es dabei zu katastrophalen Vorgängen gekommen. Erdbeben oder dem Auftauchen entsetzlicher Wesen. Dies sind keine Gerüchte, sondern Dinge, wie ich sie selbst erlebt habe. Nein, lasst euch sagen, dass ich Aberglauben sehr wohl von Realität unterscheiden kann. So, dann muss ich gerade eben meinem Mitbewohner, der arbeiten ist, eine Antwort schicken. Da geht es nämlich um etwas ganz Wichtiges, nämlich das Essen. So, und weiter geht's. Seltsam, Driscoll, dass jemand, der offenbar so gebildet ist wie Frill, solche Überzeugungen anhängt. Das ist wohl jetzt in menschlich. Ganz meine Meinung. Er ist vertrauenserweckend. Trotzdem werde ich den Eindruck nicht los, dass der alte Knabe sogar noch mehr weiß, als er uns erzählt. Aber wir sollten jetzt besser wieder Iskai reden. Das sagte ich doch. Ich finde, das hätten sie nochmal markieren können, irgendwie farblich oder so. Und dann haben wir auch schon alles durchgefragt. Danke für das Gespräch. Leb wohl. Hoffentlich finden die Stierig der Stadtwache bald eine Spur des Mörders. Vielleicht sollten wir ebenfalls die Straßen der Stadt absuchen. So, aber erst gucken wir. Also Diebstahl ist kein Problem, aber Mord schon. Gut, ja, gut, Mord ist tatsächlich auch um einiges schlimmer. Aber da es hier eine Wirtschaft gibt, also eindeutig Dinge gekauft und verkauft werden, müsste Diebstahl eigentlich auch eine Straftat sein. Drr, der Mörder ist in der Nähe des Gildenhauses der Diekas-Magie gesehen worden.
Eine Spur, lasst uns sofort zu den JKs gehen. Ich werde versuchen, diese Stimme für Dre beizubehalten,